Leute, wir gehen rein. Paluten müssen wir uns reden. Da hören wir zu. Let's go. Moin, Leute. Alter, schrei mich nicht so an, Patrick. Wirklich. Heute ist der 5. Januar. Paluten hat heute Geburtstag. Alles Gute. 2021. Und ich möchte dieses Video einfach mal nutzen, mich zu bedanken. Dankeschön an alle Leute, die heute an mich denken. Schon an mich gedacht haben. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe an dich gedacht, Patrick. Oh, so geil. Kurze Info. Heute ist mein Geburtstag, nutzt man ja manchmal so ein bisschen die Zeit, um so ein bisschen nachzudenken. Und ich würde mir wünschen, dass ihr mir kurz ein bisschen eurer Zeit schenkt, mir ein bisschen zuhört, denn Aha. Es gibt ein paar Dinge, die ich loswerden möchte. Erzähl's als mir. Erstes kurz eine Info. Leute, ich bin auf keinem überfüllten Wanderweg oder sonst was. Man sieht ja teilweise die Szenen. Der Wanderweg ist überfüllt mit Schnee, doch? Gelogen? Im Fernsehen, aber Leute, so gut müsstet ihr Pidissel kennen, dass er smart genug ist, solchen Sachen aus dem Weg zu gehen. Was viele nicht wissen, Paluten hat den ganzen Berg gekauft. Nichtsdestotrotz, was ich eben gerade schon angesprochen habe, Geburtstage nutzt man ja auch manchmal so ein bisschen dazu, nachzudenken. Ich nicht. Und ich muss einfach sagen, mein Leben so wie es ist, ich bin einfach sehr, sehr glücklich. Das kann ich nicht anders sagen. Das freut uns. Ich möchte übrigens meinen Schnaufen entschuldigen. Ich bin jetzt hier, ich nehme euch kurz mit ein bisschen wandern. Ja. Leute, ein bisschen chaotisches Video. Mhm. Bitte seht mir an meinem Geburtstag ein bisschen nach, dass ihr euch hier den schnaufenden Pidissel anhören müsst. Mhm. Ich find's geil. Auf jeden Fall kann ich einfach nur sagen, ich bin einfach echt glücklich und einfach zufrieden. Und diese Zufriedenheit rührt natürlich auch daher, wie viel Spaß mir dieses ganze YouTube-Ding macht, wie sehr ihr auch einfach hinter mir steht. Geil. Egal, auf was für blöde Ideen ich komme, was für manchmal komische Videos ich drehe. Ich weiß einfach, dass ihr am Start seid und ich versuche wirklich immer alles zu geben euch. Vor allen Dingen auch in dieser... Ich finde es so wahnsinnig, dass Palle einfach alleine irgendwo rumrennt, Alter. Der könnte doch da jetzt einfach von einem bengalesischen Bergtiger gegessen werden oder sowas, oder? Geh mal mit dem wandern. Ich darf nicht. Ich darf nicht wandern. Mein Arzt. Wenn ich wandere, dann das. Ich kann, wenn ich. Doch für alle schwierigen Zeit einfach ein bisschen abzulenken, dass die Leute mal ein bisschen entspannen können. Das war und ist auch immer noch mein Ziel bei jedem Video, was ich so rausknüppel und oh. So oh, geil. Sieht das geil aus. Sorry, Digga. Fürs Wackeln und so weiter. Da muss man sagen, dafür folge ich Palle echt auf Instagram, wirklich. Diese Wanderstories und sowas, die machen mich so geil jeden Tag. Und ich gucke aus meinem dreckigen Fenster in Köln und denke mir, ach Junge, wieso bist du nicht nach München gezogen, Revi? Wieso bist du eigentlich so dumm? Oh, das ist doch einfach traumhaft. Ja, ist es auch. Und es ist, und das, ich weiß, ich wiederhole mich da auch immer, aber das ist halt einfach so, wie ich das sehe und daran wird sich hoffentlich auch nie was ändern. Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass so viele Leute sich meinen Stuff angucken. Weil für mich ist das selbstverständlich. Ich wollte das nur mal ganz kurz loswerden. Ey. Spaß. Oh, jetzt muss ich mich hier wieder rechtfertigen. Ganz ehrlich, ich bin einfach nur ein kleiner Quatschkopf, der irgendwie Glück gehabt hat im Leben. Und irgendwie haben wir, also du und ich, der sich das hier gerade anguckt, wir sind irgendwie auf einer Wellenlänge. Wir feiern... vielleicht nicht alles. Ich kann Paluten nicht anrufen, ich habe hier keinen Empfang, Paluten anrufen, das ist mein Arzt, das ist gerade auch mit der Rechnung hier und mein Handy ist, kann Paluten gerade nicht an. Aber es ist einfach schön, so viele Leute zu sehen, die einfach das mögen, was Pidissel so feiert und das soll jetzt auch, bekomme das bitte nicht in den falschen Hals, keine Werbung sein für meinen Merch, aber auch, dass so viele Leute die Bücher feiern, weil glaub mir, ey, bei jedem Das finde ich auch geil, das freut mich so sehr. Bin ich immer super nervös. Das freut mich so sehr Leuten für ihn. Gefallen, aber Mann, ich kenne Paluten, da war noch so ein kleiner Futschi, Alter. Also er ist ja nicht größer geworden, also er ist ja nicht gewachsen, er ist ja immer nur noch 1,40 Meter groß, aber Palle ist so ein geisteskrank guter Kerl. Ich habe es gestern noch über Unge gesagt, Palle ist genauso ein herzensguter Mensch. Wir hatten auch unsere Reibungspunkte, ja, das ist, wenn zwei Leute in einer Wohnung wohnen und der eine ist super laut und der andere ist eben nicht so laut, da reibt es mal ein bisschen aneinander. Aber Palle ist immer noch ein Herzensmensch, den habe ich sehr, 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 sehr gerne. Und ich werde ihn jetzt nicht anrufen, weil ich möchte, dass der in Ruhe seinen Geburtstag genießt.
Und der soll jetzt mal einen Abend abschalten. Ich habe dem eben schon geschrieben und kurz mit ihm Kontakt gehabt. Alles in Ordnung. Jetzt haltet den Mund, Chat. Und ey, genauso bei Mini-Paluten. Es ist einfach so schön zu sehen, dass so viele Leute mit diesem kleinen süßen Fratz so viel Spaß haben, dass ich sie auch so ein bisschen dazu vielleicht auch animieren konnte, mit den Mini-Paluten auch eine kleine Wanderung zu unternehmen. Nice. Oder einfach nur Spaß mit diesem kleinen. Ey, das ist so geil, sowas zu hören, wenn jemand einfach genuine happy ist. Das freut mich so sehr. Selber auf eine Wandertour, wie gesagt, zu gehen, rauszugehen oder auch einfach. Was ich nicht checke, der rennt ja da hoch und muss wieder runter. Das ist ja das Stressige, oder? Mit Mini-Paluten ein bisschen am PC zu chillen oder was auch immer. Und das sind alles Sachen, für die bin ich wirklich dankbar, dass ich mich einfach in der Hinsicht auch einfach ausleben kann. Weil, sorry. Da hatte gerade jemand angerufen und dann ist das Video hier abgebrochen. Danke Chat. Wenn einer durchklingelt. Natürlich jetzt hier, ich weiß nicht mal, ob sie es sich angucken. Ich hoffe einfach mal, wie immer, meinen super Freunden danken. Zombie Modado German Let's Play. Und Rivi, oder? Leute, ohne euch. Oh, Alter, über den Wolken. Hier, ihr kennt sie, meine Lieblingsbank. Ich habe natürlich zu meinem Geburtstag meine Lieblingstour gemacht. Ja. Ist okay. Oh, guckt euch das an. Wow. Jungs, ich danke euch einfach. Ohne euch wäre YouTube für mich definitiv nicht das Gleiche. Danke, Palle. Das ist einfach geil. Das ist einfach. Oh. Und Leute, oh, wie vereist die Bank ist. Guck mal. Und das ist jetzt hier auch kein Promo-Abenteuer mit Paluten, sondern ja, wer steckt denn hier? Ich habe ihn einfach mitgenommen, mein Gott. Was macht er mit dem da oben? Ich mache jetzt hier kurz eine kleine Pause und sammle mich nochmal so ein bisschen. Ich will ihn mal sehen. Einfach kurz den Moment, Handy mal für eine Sekunde weglegen. Wer beweist, dass Paluten überhaupt ist? Kurz mal was schnabulieren. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich, krass, stehen geblieben bin. Aber, hier ist schon ein bisschen eisig. Muss man aufpassen hier zwischen den Bäumen. Oh, die Sonne. Ist das schön. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, wo ich stehen geblieben bin. Aber vielleicht wird 2021 für mich auch ein ganz spezielles Jahr. So geil einfach, dass er die Ruhe hat, einfach in den Wald zu laufen. Wenn ich in den Wald laufen würde alleine, ich würde entweder irgendwas bauen, den Wald kaputt machen oder ich würde auf jeden Fall da ausrasten. Ich könnte das, glaube ich, nicht alleine. Weil, drückt mir die Daumen, ich habe ein Gebot abgegeben für ein Grundstück. Oh! Und wenn ich Glück habe und niemand mehr bietet, dann... Das wäre natürlich jetzt blöd, wenn jemand kommen würde, der sich mit Immobilien auskennt und mehr bietet. Er hat Geburtstag, ich lasse ihm das Grundstück, alles gut. Habt ihr gesehen hier? Vielleicht bald ein Grundstück. Schauen wir mal. Der Wald, wo er gerade ist, ist schon sein Grundstück. Da ist er wieder. Der schnaufende Paluten mit den über... Das wäre so geil, wenn er unten filmt. Der hätte keine Hose an. Irgendwie fände ich das geil. Einer längst vergangenen Zivilisation. Die Mauern von Minas Tirith. Das ist Herr der Ringe. Ich frage mich immer, wenn ich hier vorbeikomme, warum steht das hier? Das sieht so aus wie so eine kleine Wallanlage. Vielleicht ist es auch hier ein bisschen was von Hogwarts noch. Ja, ja. Hogwarts bauen die da. Halt. Sorry, Leute. Kurze Unterbrechung wieder. Mein Vater hat angerufen. Und dann ist das wieder abgebrochen. Also... Digga, wo ist der denn, Junge? Der ist einfach die Zugspitze hochgejallert. Leute. Das ist eine Ruine. Ach so, ich dachte, das wäre ein fertiges Haus. Peter, danke für den Hinweis. Ich dachte, das wäre ein fertiges Haus. Ich dachte tatsächlich, da wohnt jemand drinne. Ich dachte tatsächlich, das wäre ein Haus. Man sieht gar nicht, Peter, dass das eine Ruine ist.
Das ist super, dass du mir das nochmal erklärst. Danke. Ich dachte, das wäre ein Haus. Danke, Peter. Ach, das ist ein Rohbau. Hey, warte mal. Ist das die Österreich-Flagge? Das ist ein Grenzstein. Der ist über die Grenze gewandert. Das ist so schön. Und nee, ich bin nicht in Österreich, Leute. Okay, dann nicht. Dann nicht. Es ist so unfassbar klasse hier. Und es wäre so schön, irgendwo in der Nähe der Berge sich niederzulassen. Kleine Familie zu gründen. Da steht ja schon ein Haus. Das ist... Ach nee, ist eine Ruine. Sorry. Das wäre echt einfach nur Weltklasse. Und daran versuche ich zu arbeiten. Ich versuche weiterhin auch an mir zu arbeiten, dass ich weiterhin alles gebe. Weiterhin. Mach das, Kollege. Euch unterhalte. Ja. Und dass das einfach alles klappt. Wenn ich so ein Video machen würde, mein Video würde anfangen, wie ich in den Schnee pinkel. Und dann ist zuerst der Schnee gelb und dann rot. Und dann würde ich einen Krankenwagen rufen. Das wäre so ein Video, was ich machen würde. Aber das spielt auch gar nicht zur Sache. Paluten hat Geburtstag. Auch so blöd es klingt, dass ich natürlich auch abgesichert bin für die Zukunft. Weil, ey Leute, machen wir uns nichts vor. YouTube, so sehr ich mir das wünschen würde, aber das wird halt auch nicht ewig so weitergehen. Ich würde es mir wünschen und ich... Ich glaube, wenn Palle da weiterhin dran Spaß hat, dann wird es bei ihm ewig so weitergehen. Ich glaube, Palle ist no joke einer der Kandidaten. Der hat sein Ding gefunden und wenn er darauf weiter Bock hat, haben Leute auch weiterhin Bock auf ihn. Palle ist so ein lieber, netter Kerl. Ich ignoriere Fiene, das stimmt. Ja, das mache ich bewusst, damit Fiene endlich aus dem Chat verschwindet, aber es funktioniert nicht. Sie kommt immer wieder. Palle ist so ein lieber Kerl, Der hat sein Ding gefunden und ich glaube, der kann das bis zum Ende durchziehen, wenn er will. Mach alles dafür, dass das alles so klappt und dass ich YouTube weiterhin mein Job nennen kann, dass ich das weiterhin durchziehe. Und ach, das ist auch einfach schön, weil YouTube gibt mir auch die Möglichkeit, nicht nur mein Leben zu verbessern, sondern auch das meine Familie. Ja, same. Also wirklich, dass ich ausziehen konnte, dass ich mit, dank YouTube Money konnte ich ja tatsächlich ausziehen. Das hat das Leben meiner Familie wirklich ungemein verbessert. Das ist kein Joke. Die sind jetzt so viel glücklicher ohne mich. Kein Witz, wirklich. Ich war ein schreckliches Kind. Abgehoben, schade. Familie ist einfach, Leute, unheimlich wichtig. Ich konnte meinen beiden Eltern beide supporten. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon irgendwann mal geredet habe, aber ich habe auf dem Grundstück meiner Großeltern ein Haus gebaut, in dem mein Vater so geil, so nice kann, einfach, ja. Bis er 120 ist. Geil. Also er kann da kostenlos wohnen und darüber. Ich habe meinen Eltern auch gut geholfen, indem ich ausgezogen bin und denen das Haus ein bisschen abbezahlt habe und ja, das ist geil. Das ist wirklich geil, dass man die Möglichkeit hat, tatsächlich so ein bisschen allen Leuten unter die Arme zu greifen. Ich habe so viele Freunde von mir mit irgendwelchen Sachen beglücken können. Ich hatte die Möglichkeit, Micha die Möglichkeit zu geben, unsere Musik quasi der breiten Masse zu zeigen. Ja, einfach nur geil. Bin ich halt einfach wahnsinnig glücklich, dass ich solche Chancen im Leben bekommen habe. Und das ist halt einfach echt geil. Und keine Sorge, Leute. Meine Mutter ist auch nicht leer ausgegangen. Der hat dich auch etwas zugutekommen lassen. Ich Rolex. Weiß auch gar nicht, warum ich das ausgerechnet jetzt hier an. Ich habe ja auch meiner ganzen Familie, alle haben eine Rolex Daytona bekommen von mir. Sogar mein kleiner Cousin, der ist 3 Monate alt, der hat auch eine Rolex Daytona bekommen. Die haben zwar alle gesagt, die hätten lieber ein Haus oder einfach das Geld, aber ich habe denen gesagt, die müssen die Rolex jetzt alle anziehen. Ja, sind alle sau unglücklich damit. Wenn mir hier die Puste ausgeht, aber... Abi, Wuki, danke. Bin ich auch gerade einfach so ein bisschen auch wieder überwältigt, wie schön das Ganze hier einfach ist. Und es ist mein kleiner Geburtstag und... Geil. Keine Ahnung. Fühle mich einfach so, dass ich das jetzt einfach mal so ein bisschen teile, weil... Freut mich voll. Ich bin einfach nicht jemand, der alles... immer herausposaunen muss. So, jetzt reicht's aber auch jetzt hier, Paluten. Ja, ich wünsche dir noch einen angenehmen Geburtstag. Check da gerne mal vorbei. Alles, alles Gute dir, mein Gutes da. Ich hoffe, du hast weiterhin einen schönen Geburtstag. Genieß es auf jeden Fall, ja. Mach dir eine schöne Zeit und...